Hallo Freunde, heute geht es im weitesten Sinne bei FC Mote TV um einen Hutproduzenten. Hutproduzent wieso? Dazu mehr nach dem Countdown. Hutproduzent, was will der Steff? Der ist gut geflogen. Es geht konkret heute um die Firma Arai und ganz konkret im Speziellen um den RX7V Evo, denn das soll unser heutiges Thema sein. Man mag es kaum glauben, wir sind ja jetzt mittlerweile mit FC Mote TV circa 3,5 Jahre auf Sendung und wir haben eigentlich noch gar nichts zu Arai gebracht, obwohl ja Arai mit Shoei oder Schubert bei den Helmen zumindest zur Premium-Marke, als Premium-Segment gezählt wird. Und der Grund, weshalb ich jetzt euch quasi mit diesem RX7V überfalle, ist, dass mir diese Schüssel aufs Auge gedrückt worden ist mit dem Hintergedanken, ey Steff, mach doch mal was. Denn die Hintergründe von Arai habe ich so selber noch nicht gekannt, obwohl ich Arai schon seit Anfang der 80er Jahre verkauft habe und zwar intensiv verkauft habe. Und über die Hintergründe erfahrt er natürlich ein paar Worte. Jetzt schlage ich erstmal den Bogen zu meinem Hut. Hut, behütet, hängt ja alles zusammen. Arai ist tatsächlich an den Start gegangen 1926, also bald vor 100 Jahren. Da gibt es bestimmt ein tolles Fest und hat Hüte produziert. Die Zuwendung Richtung Motorradhelm fand erst 1952 statt, ist ja auch schon lange, lange her. Und ab 1976 auch mit der Weitergabe des Staffelstabs an eine neue Generation wurde das Markenimage auch deutlich anders geprägt, vor allen Dingen hin zu Supersportzubehör. Und da kam natürlich auch das Sponsoring mit ins Boot. Wenn ich eben schon Shoei und Schubert angesprochen habe, muss ich natürlich die Gemeinsamkeiten aller drei Marken erwähnen. Bedeutet, dass Arai, Schubert und Shoei alle ausschließlich mit duroplastischen Materialien arbeiten. Die verzichten also gänzlich auf die Preiswertschiene mit irgendwelchen Thermoplastwerkstoffen, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen. Aber das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, dass allein monetär alle drei Marken auf einem doch sehr hohen Niveau sind. Und das rechtfertigt auch diesen Anspruch auf Premium-Segment, weil es einfach so, ja, ich nenne das Wort jetzt einfach mal das Adjektiv, weil es einfach teuer ist. Bevor ich jetzt ganz konkret was zu dem RX7V erzähle, noch ein paar sehr persönliche Worte, denn wir waren ja vor gar nicht mal so langer Zeit bei Abus und da war ich absolut fasziniert von dieser Enge zwischen Belegschaft und Management, so nenne ich das mal. Bei Arai ist es nach wie vor so, dass das eine familiengeführte Firma ist, ein familiengeführtes Unternehmen. Und ich war zwar selber noch nicht in Japan zu Besuch, habe aber mit vielen Leuten geredet, die sehr eng mit Arai zusammenarbeiten. Und das wurde mir von allen Seiten bestätigt, dass da eine sehr ausgeprägte CI besteht. Und für euch vielleicht als Benefit, falls ihr mal irgendwann mit dem Gedanken spielt, euch einen Arai zuzulegen, die letztendliche Kontrolle und auch die letztendliche Nachverfolgbarkeit, welcher der Angestellten irgendeinen Helm produziert hat für euch, die findet tatsächlich statt. Denn zweimal in dem kompletten Herstellungsprozess wird der Helm auf Qualitätsmängel kontrolliert. Ihr könnt also, wenn wirklich mal ein Mangel dran ist, theoretisch genau erfahren, wer euch diesen Helm zusammengebaut hat. Bevor ich mich aber jetzt zu sehr in Details verliere bezüglich der Firmenhistorie von Arai DNA und so weiter und so weiter, gehen wir mal ins Spezielle, schnapp uns mal den RX7V und suchen mal oder versuchen mal rauszuklamüsern, was diesen Helm so besonders macht. Wir wechseln mal die Location. Jetzt stehen wir hier, oder ich sitze hier, haben mal beide Helme da stehen und der Shoei als direkter Mitbewerber, der ja auch aus Japan kommt, ist ein gutes Beispiel, aber es hätte genauso gut auch jeder x-beliebige andere Helm stehen können, der auch 2206 geprüft ist. Denn einer der Vorwürfe vieler Kritiker dieser neuen Norm ist ja, dass die Helme alle viel, viel größer, viel, viel schwerer werden. Bei Arai muss man sagen, dass die formmäßig ja schon immer und ewig eine sehr, sehr runde Form haben, deutlich runder als der ein oder andere Mitbewerber. Und das ist einer der Gründe, weshalb Arai da so ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Denn bei Arai wird nicht nur Wert darauf gelegt, diese allgemeinen Kriterien einer Norm zu erfüllen, die ja übrigens auch weltweit in Amerika und ein Ticken unterschiedlich sind.
Array hat einen besonderen Schwerpunkt, ein besonderes Augenmerk gelegt auf die sogenannte Abgleitfähigkeit. Abgleitfähigkeit, also wenn der Helm bei einem Sturz Kontakt bekommt mit dem Boden, mit irgendwelchen Gegenständen. Und diese Abgleitfähigkeit bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Form des Helmes so rund ist, einfach um noch weniger Angriffsfläche zu bieten, im Gegensatz zu einem Helm, der deutlich zerklüfteter ist. Bevor ich noch mal zwei Worte zur Abgleitfähigkeit verliere, ein paar Fakten zur Murmel selber. Die sieben zu bekommenden Größen verteilen sich auf zwei Schalengrößen. Dann habt ihr ein Visier, das im Lieferumfang dabei ist. Der Helm ist extrem gut belüftet. Ich durfte ihn ja auch mal ausprobieren. Ich bin halt zwei Tage mit der Murmel gefahren. Die Emergency Release System Polster, ERS-Polster, gehören natürlich eigentlich auch zum Standard dazu, vor allem bei einem Helm, der sehr, sehr sportlich benutzt wird. Dann natürlich auch eigentlich kein Wort mehr über den selbstverständlichen Doppel-D-Verschluss. Also das ist eigentlich alles relativ Standard. Duroplast habe ich ja eben schon gesagt. Eins der Kernkriterien von Array, und ich hoffe auf rege Kommentarbeteiligung, ist wohl, dass seit ich Array kenne, seit Anfang der 80er Jahre, die Dinger ultra bequem sitzen und trotzdem richtig spack und eng empfunden werden. Das kann ich eigentlich ausschließlich nur noch mit dem Mitbewerber auch aus Japan vergleichen. Das heißt, auch ein Shoei wirkt bei absolut engem Sitz immer noch sehr, sehr bequem. Und das zeichnet Array schon seit Hunderten von Jahren aus, um da mal eine leichte Übertreibung reinzubringen. Von daher, wer da noch keinen Array ausprobiert hat und eigentlich auch gar nicht so sehr in diesem sehr hochpreisigen Gefilde wildern möchte, dennoch einfach mal die Zeit und Muße nehmen, mal in so eine Schüssel reinzurutschen, das ist schon toll, das muss ich schon sagen. Letty, habe ich schon was zum Gewicht gesagt? Hast du natürlich wieder vergessen. Leute, dann hole ich das hier mit nach. 1650 Gramm, immer diese plus minus 50. Damit wäre er in dem Bereich weder zu schwer noch extrem leicht. Also von daher, das ist dann auch mit dem, im Vergleich zu den Mitbewerbern durchaus passend. Was ist mir beim Fahren aufgefallen? Es waren zwar nur diese zweieinhalb Stunden, dennoch konnte ich einige Sachen ausprobieren. Als allererstes extrem positiv aufgefallen ist mir, dass die Visiersicherung hervorragend funktioniert. Das heißt, erstmal ergonomisch, auch mit behandschuhten Finger, prima zu lösen, indem das Visier dann diese minimale Hinterlüftungsstellung hat, dass es nicht so schnell beschlagen könnte, würde jetzt das Pinlock zum Beispiel nicht eingebaut sein. Auch die Verriegelung ist extrem massiv. Das heißt, wenn man damit mal durchs Kiesbett geht, da wird sich nichts aufdrücken, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen Mitbewerber passieren kann. Also von daher bezogen auf die Sicherheitsaspekte hervorragend gelöst. Kleine Nachteile sind mir natürlich beim Gebrauch schon aufgefallen. Und zwar immer unter der Vorgabe, ich fahre, bin unterwegs, habe natürlich dann eine Hand am Gas. Wäre die Bedienung des rechten Belüftungsschiebers auf der rechten Kopfseite immer etwas schwieriger mit der Kupplungshand. Ich muss also dann rübergreifen. Kann sein, dass die Letty die eine oder andere Filmsequenz hat, die das zeigt, dass ich da so daran nicht so gut mit parat gekommen bin. Ansonsten braucht ihr natürlich bei jedem Helm immer mal eure 5, 10 oder 15 Minuten, um in etwa zu tasten, wo ist jetzt wirklich richtiger Pack an. Alle Belüftungshutzen, alle Klappen sind extrem spielfrei montiert und lassen sich mit sehr definiertem Druckpunkt, auch mit behandschuhtem Finger, prima vor- und zurückschieben. Und wenn alles geöffnet ist, ich bin gefahren bei circa 28, 29 Grad, da merkt man wirklich eine starke Durchspülung. Ich empfand die Belüftung als extrem angenehm. Ich sagte euch ja eben schon, dass ich noch ein paar Worte zur Abgleitfähigkeit sagen würde. Abgleitfähigkeit ist natürlich von Array vor allen Dingen gemünzt auf die Belastung bei einem Unfall. Kurz zum Thema Aerodynamik und auch Aeroakustik. Ich empfand den Helm wieder erwarten als recht leise. Maximale Geschwindigkeit war bei mir allerdings auch dann nur um die 140, maximal 150. Wobei ich persönlich immer denke, wenn ihr Richtung 200 und drüber fahrt, habt ihr eh keine Gedanken mehr oder verschwendet keine Gedanken mehr an Aeroakustik. Das ist mir also aufgefallen, obwohl der Helm ja relativ stark mit aufgesetzten Hutzen belegt ist. Die insgesamt gebildete Rundform stand aber da als Kugel deutlich neutraler gegenüber irgendwelchen Umwelteinflüssen, Fahrtwind zu sein, denn auch ein Drehen bei relativ hoher Geschwindigkeit des Kopfes aus dem Fahrtwind raus, das war vollkommen neutral. Also von daher auch bezogen auf Aeroakustik und Aerodynamik war der Helm in meinen Augen, vor allen Dingen im Gegensatz zu früher gefahrenen Array-Helmen, sehr, sehr leise. Letty, was gab es übrigens heute Mittag? Erbsensuppe. Erbsensuppe, das erklärt das alles, denn in jeder Suppe findet man immer ein kleines Härchen.
Wenn es überhaupt einen Kritikpunkt von meiner Warte aus gibt, und das zieht sich tatsächlich wie so ein roter Faden schon seit 30 oder 40 Jahren durch meine Array-Verbindlichkeit, kann man das so sagen, Letty, Verbindlichkeit, durch meine Array-Beziehung, ist es, dass hier nach wie vor als einer der wenigen Helme noch eine sehr konventionelle Deckelmechanik benutzt wird oder verbaut wird. Mein Kritikpunkt bezieht sich dann allerdings auch nicht auf die vermeintlich schlechtere Aerodynamik, denn das hat er bewiesen, dass er gut funktioniert. Es ist einfach, was die Handhabung angeht, deutlich komplizierter als bei dem einen oder anderen Mitbewerber. Ich kenne also Helme, wenn ich jetzt zum Beispiel nur an den Schubert denke, wo dann das Visier innerhalb von Sekunden gewechselt ist. Das dauert natürlich bei so einer Murmel etwas länger, auch wenn jetzt die Deckel gegen Verlust gesichert sind und. Also da gäbe es theoretisch eine Möglichkeit, nochmal zukünftig was zu verbessern, aber die von Array, die hören mir einfach nicht zu, obwohl ich denen mal geschrieben habe, sie möchten mal häufiger FC Moto TV schauen. So Leute, heute ging es um diese Murmel, deshalb kann der Show hier weg. Zusammenfassend vielleicht zu sagen, dass trotz des extrem hohen Preises, den eigentlich alle Array-Helme haben, ich finde, dass der Helm jeden Euro wert ist, auch wenn das natürlich immer so eine Frage der Position ist. Ich muss ja dann auch nicht jeden Helm kaufen, den ich hier fahren darf, also von daher alles relativ. Ansonsten sind wir schon wieder am Ende. Mir bleibt natürlich nichts anderes übrig, als erneut euch um Abos zu bitten, so es denn gefallen hat. Daumen hoch bei der gleichen Voraussetzung. Ballert mich mit Kommentaren zu, falls ihr mal ganz konkrete Fragen zu diesem Modell oder Array insgesamt habt. Ansonsten von meiner Seite aus wie immer, tschüss und adios.